Hallöchen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde GTA Online mit der Crew. Und zwar ist mit dabei der Shadowrunner, Hallo. der Fialk. Hallo, hallo. Und der Bacon L'Orange. Tachien und natürlich der Dominator, der uns gerade schon ja. alle vorgestellt hat. Ich starte jetzt einfach mal. Genau, du hast fahren wir ganz bewusst nur zu viert. Da muss man mit einem Motorrad fahren. Keine Angst, ihr müsst euch nicht das Motorrad aussuchen, weil es gibt nur eins, ihr dürft euch nur die Farbe aussuchen. Und es geht darum, als erster im Ziel zu sein. Das ist aber ein ganz kurzes, das hat ja nur 1,25 Kilometer, das kann ja nicht sein. Wird ja nur ein paar Sekunden dauern. Ich erinnere mich daran. Ja, es wird, glaube ich, lustig. Sobald alle bereit sind, geht's dann auch los. Ich habe schon wieder Schokocreme im Gesicht. Und ich gucke ganz unkonzentriert, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Achso, das ist außerdem Absicht, dass es ein kein Kontaktrennen ist. Ihr werdet es mir danken. Oh, na, super. Viel Spaß. Der als Einziger in der zweiten Reihe, das ist voll unfair. Ich möchte jetzt schon weinen. Ich bin schon auf dem Dach gestorben. Ich bin irgendwie... Ja, sonst so als kleiner Tipp, Y zur Not, um zurückzusetzen. Ja, so, ne? Drücke ich... Verdammt. Ich glaube, in diesem Hinterhof war ich schon mal. Oh, bisher klappt es bei mir recht gut, muss ich sagen. Ui. What the hell? Ah, glaub mir, es wird noch schlimmer. Autsch! Ja, das war ein Sprung in den Tod. Ja, ich springe hier gerade auch schon wieder... Gott, das ist erschreckend. Oh, da ist irgendwer über mir rübergeflogen. Das war zu viel Schwung, glaube ich. Nein, nein! Irgendwie, oh. Ja. Ich habe zumindest zwei Kontrollpunkte gerade erwischt. Ein wunderbares Rennen. Ah, oh, schon wieder tot. Dominator, ich bin auch noch nicht. Ich bin auch noch nicht weiter. Dann nein, bin ich oh, da fliege ich daneben. Ja. Schafft der Herr Shadowrunner es? Wenn ihr daneben nein. fliegt, sorgt einfach dafür, dass ihr sterbt. Das geht schneller als zurücksetzen. Ja, wenn man irgendwie sterben kann. Nein. Oh, der Fjalk hat es, glaube ich, geschafft. Ich bin selbst überrascht. Also ich auf bin hier schon mal lang explodiert und gefahren und mich kaputt gemacht habend und so. Und, ich habe es jetzt auch geschafft hier vorne. Ich habe auch, glaub, auch zumindest weiter. Oh, nee, da hätte ich wohl anders lang gemusst. Aber du bist auf dem ersten Platz. Ich hab keine Ahnung, warum. Nein! Ach Gott. Das ist schön. Also. Ja, und das Beste kommt gleich noch. Ach, war das, wo man an der Wand drehen muss? Aber wir wollen ja nicht zu viel verraten. Nein, natürlich nicht. Ich streiche übrigens die ganzen Häuser neu. Ja, in einem schönen, dezenten Rot. Ja. Jetzt komm, nein! Komm, komm. Nein! Na, oh, scheiße! Oh, das meistgenutzte Wort. Zum Heulen. Ach, ich bin Dritter, echt? Ich glaube, ich könnte. Ah, ja, nein! Oh, nicht sterben. Oh. Schade. Ich muss nochmal, glaube ich. Okay, Schwung holen ist hier schlecht. Nein! Oh! Das hat geklappt, aber wo ist denn hier das Ziel? Hä? Bin ich jetzt irgendwie am Ziel vorbei? Ach, da vorne! Ha! Erster! Was ist das denn? Ich bin auf die Rampe gefahren und gestorben. Das hatte ich auch noch nicht. Okay. Warum bin ich denn gerade gestorben? Das weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Also ich habe auch nicht gesehen, warum ich gestorben bin. Ich habe nur gesehen, dass man anscheinend... Ich gucke jetzt beim Fjall zu. Nein! Was ist das denn? Autsch. Man kann auch einfach nur senkrecht in die Luft springen bei der Rampe. Muss gar nicht irgendwo hin. So, seid jetzt alle im Ziel? Ist das gleich vorbei? Bitte? Ich glaube, ich bin immer noch der Erste im Ziel, oder? Mist. Ich bin hier gerade irgendwo, wo ich nicht rauskomme.
Aber das Schöne ist, immer wenn ich auf die Rampe fahre, fängt es an zu ruckeln und danach kann ich dann mal sehen, wo ich bin. Na, es hat doch diesmal geklappt. Und jetzt nicht so ganz. So, wie komme ich denn jetzt hier aufs Dach? Zurücksetzen. Oh. Ja, aber wohin? Respawn. Ach so. Ah. Ja, ich gucke jetzt einfach mal beim Fjalk zu. Komm. Ach, verdammt. Wunderbar. Und Fjalk, also, dann hast das du. Das war ja auch einfach. Dann hast du die anderen jetzt, glaube ich, sogar schon fast eingeholt. Die anderen sind nämlich immer noch oben auf dem Krankenhausdach, weil sie es nicht schaffen, da hochzukommen. Hier sieht man mal Fjalk wunderbar, wie man es nicht macht. Ich hab's diesmal. Fjalk, diesen Part habe ich diesmal gleich beim ersten Mal geschafft. Also, Fjalk, Shadow und meine Wenigkeit. Wir hatten, glaube ich, das Rennen schon mal gespielt vor einiger Zeit. Ja, ich komme nicht auf das Dach drauf. Ich glaube, mit dem Beo hatten wir den einfach mal nach der Aufnahme gespielt. Shadowrunner hat es geschafft. Oh, guck mal, hier geht's gar nicht lang. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ja, da musst du links rumziehen. Mist, ich hab's überlebt. Was war das denn? Ja, das ist so kacke immer, wenn man überlebt. Ne? Na, super. Wo muss ich hier lang? Ich weiß auch nicht, wo ich da oben lang muss. Dach hoch, dann so schräg wieder. Und dann jetzt, genau, der Fjalk hat es gerade richtig gemacht. Jetzt muss der Fjalk zurück, rechts. Dann ist er am vorletzten Punkt und einmal rüber, den Sprung noch überleben. Na. Und dann kannst du unten durchfahren. Na super. Ja, einfach falsche Etage, ausfahren. Aber. Ja, das ist egal. Wer überlegt sich bitte sowas? So, ach da. Na gut. Ja. Jemand, der viel Spaß hat mit solchen Strecken. Ich gucke jetzt beim Shadowrunner zu. Mach das nicht. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, ehrlich. Er trägt heute eine schöne Kombination fährst, genau, Shadow, von Pink und Gelb. Du fährst da hoch, jetzt nach links. Nach links. Also wie nach du, links? Du musst ja, hochfahren. Wenn du an der Wand genau. bist, musst du links rüberziehen. Und jetzt rechts. Er hat doch links das gesagt. Andere links. Du musst die erste Rampe. Ach, ich guck beim Dominator zu. Rampe rechts. Entschuldigung. Ach also, so. Dominator. Ja, danke. Achso. Jetzt viel habe ich auch gemacht. Jetzt Ende. Ah, hatten Glück. Ah, hatten Spaß. Mieses Rennen. Das ist ein super Rennen. Ich bin Zweiter geworden. Das ist mein neues Lieblingsrennen. Also, wenn ihr sehen wollt, wie man die Strecke beendet, dann könnt ihr bei mir das Kanal gucken, falls ihr gerade bei den anderen seht. Ich finde, da ist mein Clowns-Gesicht auch schon wieder total traurig geworden. Egal, was jetzt kommt, ne, wir können gerne Rennen fahren, allerdings, wir machen mit dem Shadowrunner, machen wir nicht. Ich wiederhole, machen wir nicht. Fallschirmsprung. Warum denn nicht? Warum habt ihr denn alle aktualisiert? Hab ich nicht. Nein. Ich hab ihn aktualisiert. Ich hab mich erteilt. Oh. Guck mal, das hatte ich aber auch gar nicht. Es gibt noch falsche Sprünge, die ich noch nicht gemacht habe. Ist ja super. Oh, das wird draußen schon wieder hell und dunkel geworden sein, bevor der Shuttle war. Ist Wochenende, also von dem her. Ja, aber vielleicht. Hat der Dominator mich schon mal falsch am Springen gesehen? Nö. Ja. Ich hab dich schon falsch im Springen gesehen. In deiner frühen das Phase steht, oder in deiner steht, aktuellen? Vermeide besser eine Bruchladung. Wahrscheinlich ist es dann sinnvoll, Montag, sehr langsam zu fliegen. Ja, ich weiß, wie du fliegst. Dann starte mal. Ja, hab ich schon. Aber ich könnte auch noch eine Minute warten. Das macht auch keinen großen Unterschied, weil wir dürfen gleich alle. Ja, aber vielleicht hängt er sich ja irgendwo auf dem Weg nach unten auf, dann geht's schneller. Ah, Mist, ich weiß, was ich hätte machen sollen. Ich hätte GTA falsch im Sprung machen sollen. Hätte ihn einfach zu Beginn einfach erschossen. Ich wäre direkt hinter dir gewesen. Das hätte nicht gebracht. Ich lass mir mal ein bisschen Zeit mit dem Abspringen, weil. Scheiße, falsch schon vergessen. Hast doch automatisch einen. Achso. Das ist ja gut. Ich glaube, ich sehe schon das Ziel. Kann das sein? Ja. Ja. Ach, schade. Ich hatte gehofft, das wäre der andere hier am Flughafen. Ich lasse mir hier hinten mal ein bisschen Zeit. Ich muss jetzt erstmal das erste Teil hier treffen. Die sind aber. Sag mal, gibt's hier nur drei Wegpunkte auf dem Weg nach unten? Na, du siehst manchmal halt schon das Ziel recht früh. Also, ich sehe jetzt. Der zweite war ja schon relativ. In der Mitte und dann sehe ich noch einen, der ist schon fast kurz vom Boden. Ja, es gibt hier nur drei Kreise anscheinend.
Ich könnte natürlich auch versuchen, den Shadowrunner im Flug einfach abzunocken. Also einfach so ihn crashen, dass er abstürzt. Ich glaube, das geht auch beim Fallschirmspringen. Oder einfach im Helikopter den Fallschirm kaputt machen. Ganz toll. Wolltest du eigentlich nur die Seile durchschneiden oder mich köpfen bei der Aktion? Ja, das war nicht mal geplant. Ich habe dich zu spät gesehen irgendwie. Ich habe einen riesigen bunten Fallschirm dabei gehabt. Ich glaube, ich fliege auch mal auf mehr raus. Geguckt. Ja, ich habe jetzt auch gerade das eine Mal, also einen habe ich schon mal nicht richtig erwischt. Den ersten habe ich mit 15 Punkten erwischt. So, erst den auf. Ersten hatte ich leider nur 10. Ach verdammt, beim zweiten habe ich 10. Ich glaube, ich bin bei allen mit 15 durchgekommen. Mal sehen. Ja, sieht gut aus. Ja, du hast 85 Punkte, das sind 4 Ringe mit 15 und eine Landung mit 25. Ja, ich habe bei der Landung, glaub ich, da, bei Landung waren nur 15. So, dann gucken wir doch mal jetzt der Entdeckung der Langsamkeit zu, und zwar beim Shadowrunner. Nein! Warum ziehst du hoch? Was war das denn? Das war der Dominator, das sah sehr gut aus. Ich habe ihn nur an mir vorbeiraten sehen. Also jetzt nicht, dass ich schon wieder mit schmutzigen Gedanken anfangen möchte, aber kann das sein, dass die weiblichen Avatare hier irgendwie ihr na, wenn man eben die Beine anzieht, um langsamer zu sinken, dass das ein bisschen anzüglich aussieht? Nein. Im Vergleich? Überhaupt nicht, nein. Also mein Charakter hält die Beine dabei schön geschlossen. Oh, ich bin Zweiter, immerhin. Ich hab's nie beendet. Ja, ich bin Dritter. Nee, ich habe noch was gewonnen, juhu. Noch ein Fallschirmsprung. Obwohl, ich muss sagen, der ging ja diesmal. Also, komm, mach mal nochmal. Also Shadowrunner, du warst da. Oh, dann irgendeinen, den wir noch nicht hatten. Die hatte ich alle noch nicht. Anderen. Also ich bin für einen anderen. Also wir sollten schon halt, vom Himmel. Den habe ich nämlich auch noch nicht. Ja. Ich dachte, ich hätte wirklich schon so gut wie alle Fallschirmsprünge durch. Und jetzt waren da gerade 5, die ich noch gar nicht gemacht habe. Ich hatte 2, die ich noch nicht hatte. Ich hatte, glaube ich, 4, die ich noch nicht hatte. Aber ich kann auch schon nicht mehr richtig gucken. Das war mein dritter Fallschirmsprung in GTA. Du bist nicht angekommen. Bist du bei den anderen angekommen? So. Wieso bist du nicht? Nein. Was hast du gemacht, dass du nicht angekommen bist? Da war doch gar nicht so ein Weg. Ich schwebe durch enge Kehren. Aber als Flade auf dem Boden halt. Ach so, ja gut, das kann passieren. Ich habe gedacht, ich bin näher am Boden, deswegen habe ich den Fallschirm gelöst gehabt und war doch noch ein Stückchen weiter weg. Ich glaube, man kann hier gegen irgendwas gegenfliegen. Ich habe jetzt einfach mal das Wetter auf regnerisch gestellt. Und das denn? Dann nehme ich den Sonnenaufgang-Fallschirm, um den so farblich entgegenzuwirken. Ich nehme den Fallschirm, der zu meiner Mütze passt. Ja, dass ich heute meinen Zylinder nicht aufhabe. Das war beim Fallschirmsprung immer besonders schön, weil der an meiner Stirn festgetackert war. Hui. Oh, das war gerade ein bisschen sehr schnell. Ja, wir hätten dem Shadowrunner nie erzählen sollen, dass es beim Fallschirmspringen nicht auf die Zeit drauf ankommt. Es gibt einen Bonus, wenn du Erster bist. Ja. Ich kein Greif erwischt. Nee, beim, wenn es unentschieden ist von Punkten, dann zählt wirklich, wer als Erster ankam. Boah, ich bin gerade von unten gegen mich gesprungen. Du bist von oben auf mich raufgesprungen. Soll ich dann von unten auf die. Was? Ja, egal. Ja, wie sollst du von unten auf einen rauf? Das macht wirklich keinen Sinn. Das kenne ich aus. Nein, er wollte mir von unten an den Füßen rumspielen, glaube ich. Ey! Da ist schon wieder einer. Ey! Ich wollte den Punkt hier eigentlich noch mitnehmen. Ich glaube, das Ding werde ich hier verpassen. Aber vielleicht klappt es mit der Shadowrunner-Taktik. Oh ja, das könnte sogar. Ich halte jetzt auf jeden Fall Abstand vom Shadow, das ist mir zu gefährlich. Ich sehe ja gerade den Dominator rumtorkeln. Irgendwie muss ich Greife fliegen. Du kannst auch langsam fliegen, das ist total toll. Ich habe schon wieder die Beine gespreizt.
Das wäre toll, wenn das Wetter besser wäre, aber bei diesem Ekelwetter sieht man ja gar nichts. Ich habe jetzt extra mal regnerisches Wetter eingestellt, weil ich wollte einfach mal anderes Wetter haben. Ja, aber dann sieht man doch gar nichts von der Landschaft, das ist doch langweilig. Ich habe heute noch nicht einmal gesagt, auf oh, ist das schön. Konzentrieren. Oh, schade. Oh, ich überhole jetzt einfach den Shadow, das ist mir jetzt langsam. Endlich hat sie mich überholt. Ich sehe sogar schon das Ziel. Ach, bist du der Erste? Irgendwas ist explodiert. Ich bin's nicht gewesen. Das war mein Kopf. Weil ich mich so konzentriere. Bei dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit. Muss dabei auch weiteratmen. Scheiße, ja, ich bin total blöd gelandet. Ah, nicht auf mich fliegen. Zumindest sehe ich die beiden anderen noch. Also ich bin noch nicht in eine andere Zeitphase verschoben worden. Ist noch nicht wieder Tag und wieder Nacht geworden im Spiel. Ist bei dem Wetter schwer zu sagen. Der Fjall fliegt auch heute. Ach nee, das bist du ja. Wer ist? Nee, der Shadow Runner, der fliegt. Ich fliege heute aber auch sehr kurvenlastig. Mist. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, meiner Meinung nach, bis auf die Landung. Die habe ich halt echt ein bisschen verkackt. Ich hoffe, ich kann landen. Also richtig landen. Einfach nicht zu steil runter. Und nicht auf dem Gesicht landen. Und nicht auf die Mitte zielen, sondern vor der Mitte zielen am besten, weil du rollst dich ja eh noch ab. So, ich komme auch mal auf der anderen Seite. Ja, und so wie der Shadowrunner habe ich das auch gemacht und dann war ich dummerweise auf einmal schon zu tief. Ja, du hast nicht die Erfahrung im langsamen Fliegen. Ja, sehe ich. Also mittiger geht's ja mal gar nicht. Da war es gerade doch Fjalk, dem ich zu. Irgendwie verstehe ich manchmal nicht ganz, wem man so. Ja, ich bin eine Frau. Ja. Ich bin der mit den wenigen Haaren. Ja. Darf ich euch was sagen? Bitte, ich hab's wenn geschafft. Sein mag. Wunderbar. Mittiger geht's ja nicht. Ja, wir sind alle im Ziel. Ich glaube, ich bin Letzter. Ja, weil ich es nicht werde. Yes. Ich bin Dritter. Yes. Yes. Der Sieg der Nichtgeschwindigkeit. Ja, aber so viel langsamer als hier warst du jetzt auch nicht. Ja, das sagt der Bacon immer nur. Eigentlich bin ich total schnell. Die sieht voll männlich aus. Ich sehe männlicher als dein Milchbubi aus, das stimmt. Schirmchen, öffne dich. Ich würde sagen, einen Fallschirmsprung können wir noch machen in der Episode. Ja, ja komm. Wir gehen ja total schnell. Ja. Ich könnte ja mal schnell fliegen, aber dann fliege ich an allen Sachen vorbei. Aber Fallschirmsprünge kann man mit dem Editor nicht machen, ne? Das wäre witzig. Ich glaube, du kannst Fallschirmsprünge. Du musst, glaube ich, nur ein Rennen machen vorher. Das musst du, glaube ich, gemacht haben und veröffentlicht haben und dann ist es kein Problem, Fallschirmsprung zu machen. Ah, Sprung mit zwei Fallschirmen, wunderbar. Achso, ja. Er wird zwischendurch bei mir schnell. Ja, da gibt es dann zwischendurch ein rotes Tor, wo du durch bist und dann schmeißt er den Fallschirm weg. Oder du musst ihn. Also du kannst ihn wegwerfen, ja. Du musst nicht. Das geht dann aber schneller. Ja. Also wird der Shadowrunner das nicht machen? Doch, ich habe das sogar bei denen immer gemacht. Ich habe jetzt mal einen neuen Fallschirm, den Witwenmacher-Fallschirm. Den habe ich schon die ganze Zeit. Der ist in Wirklichkeit nur ein Rucksack. Da sind Gewichte drin. Hallo? Hallo. Jetzt habt ihr beide den gleichen Rucksack. Fallschirm. Boah, seid ihr schnell. Ein Luftstrom hat mich gerade abgetrieben. Oh, scheiße. Ehrenrunde. Nein, geh weg. Ich will ja zuerst gleich. Seid ihr schon mal mit einem echten geflogen? Nein, ich bin noch nie falsch am Sprung. Habe ich noch nie gemacht. Würde ich auch nie machen, genauso wie die Bungee springen. Habe ich auch nicht vor, wenn ich es nicht unbedingt machen muss, um mein Leben irgendwie zu retten. Ja, ähnlich. Ich fände es schon cool. Mal so machen. Es ist bestimmt cool, allerdings das Problem bei mir ist nicht, dass ich nicht fliegen möchte. Ich möchte nicht abspringen. Und das eine schließt das andere dann leider aus.
Na gut, ich meine, sollte man auch aus einem völlig funktionsfähigen Flugzeug abspringen? Ist doch total bekloppt. Es gibt aber auch dieses Parachuting, wo du im Prinzip den Fallschirm auf dem Berg oben dann mit Luft füllst und dann halt anläufst. Da hätte ich sogar noch ein Angebot, das mal zu machen. Wenn ich irgendwann mal ein Lotto gewinne, würde ich lieber einen Hubschrauber-Flugschein machen. Wenn ich immer im Lotto gewinne, was ich dann alles machen möchte. Ja, ist das hier eine Ü18-Folge? Darf man das sagen? Ja. Ja. GTA ist eher 18. Verdammt. Ja, lass deinen Gedanken freien Lauf. Nee, ich aber will nur, ich, nur den Gedanken. Ich krieg da wieder Bilder im Kopf und dann machen. Muss ich weinen. Y, um den Fallschirm loszuwerden, falls du Nee, muss man den loswerden? Nein, musst du nicht, aber du brauchst sonst echt ewig lange. Scheiße! Oh, ich hab die Landung schon wieder verkackt. Bist du etwas unkonzentriert? Nee, ich bin einfach nur wieder zu weit geflogen. Hast du auch Bilder vom Shadowrunner, der eklige Sachen macht im Kopf? Ja. Ich hab noch nicht mal meinen Fallschirm abgesprungen. Abgeworfen. Wie, der Ersatzfallschirm sieht scheiße aus. Wie, du bist noch nicht mal beim fliegst du jetzt echt die ganze Zeit bis nach unten durch? Nein, ich komme jetzt gleich zum am Roten an. Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, einen verpasst. Das ist aber schade. Du. Da geht's weiter. Ich sehe. Der hat einen blauen Schirm. Das ich habe einen blauen Schirm. Ich hab aktuell gar keinen. Der ist so blau. Das heißt, du müsstest mir auf den Schirm fallen. Jo. Na, komm durch die Mitte. Dort auch. Ich sehe zumindest das Ziel. Irgendwas Gelbes ist gerade erstmal komplett am Ziel vorbei. Du fliegst eine Ehrenkurve wahrscheinlich. Genau. Oder ich sehe die Punkte unten noch nicht, die noch kommen. Ich habe da so ein gelb-goldenen Schirm. Könnt ihr mal den Ziel? Bin ich echt nicht so viel langsamer. Ich habe mir jetzt einfach die Kamera so eingestellt, dass ich hier die News-Informationen kriege. Der Verdächtige soll anscheinend mit der Crew Let's Play Verfahren unter einer Decke stecken. Was? Kann gar nicht sein. Passagiere verklagen Fluggesellschaft wegen Mile High Masturbator. Was hat der Shadow wieder gemacht? Was? Wie? Schweinkram. Ja, oh, wunderbar. Aber eine sehr schöne Landung. Schon wieder Tripper. Nee, erster. Was ist denn das für ein Skandal? Wahrscheinlich, weil du schneller warst und wir haben beide 185 Punkte. Und weil ich einfach besser aussehe. Ey, ich trage ein Katzen-T-Shirt, da kann keiner widerstehen. Ja, stehen die Frauen drauf. Du mit deinen Muschis immer. Ja, ich denke, wenn ich sonst so allerdings gerade auf die Zeit gucke, sind wir auch schon wieder am Ende unserer Episode und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.